denn die Hose? Ja, ich habe die jetzt gerade schon rausgeholt, ja, aber die zweite müsste jetzt sofort fertig sein. Jo. Leichte Schärpe, da ist sie, ist ja ein Röckchen. Tierhaut erforderlich. Muss man nochmal Tierhaut rausnehmen hier. Oh, Tierhaut ist weg. Komplett weg? Wie geht das denn? Siehst du, mal gucken, ob ich zwei Türen herstellen kann. Zack. Ne, was brauche ich? 50 Holz. Und 10 mal das hier. So. Holz, das wollte ich nicht. Hier wollte ich hin. Fasern. So. So, hier zwei Türen bitte. Herstellen, herstellen. Jawohl. Mal wieder Zwirn herstellen. Zack. Pfeile kann ich nicht, weil mir Steine fehlen. Alles klar.
ist denn jetzt? Ich bin so froh, dass ich Metall gefunden habe. Jo, das glaube ich. Gestern mit dem Helm, wir waren ein paar Mal gucken und bei Chris im Livestream, der war, hat ja 11 Stunden gestreamt und in den 11 Stunden hat der, glaube ich, kurz vor Ende hat er gerade mal ein bisschen Metall gefunden. Na super. Scheiße, ich bin zu voll! Ja, warte, ich baue das hier. Ach, shit! Und sein? Was? Ich frage Bonsai. Ja, was denn? Ob Helm bei den Sachen, die man da farmt, hat er das hochgestellt oder ist es Standard, was man da rauskriegt? Nee, der hat ein bisschen raufgedreht. Der hat 2, meine ich. Plus 2. Genau, plus 2 hat er eingestellt. Stimmt, das hatte ich auch gesagt im Video. Und die X glaube ich auch, ne? Ja, die XP hat er auch verdoppelt. Ist ja auch genügend eigentlich. So reicht's auch, ja. Man muss ja eigentlich pausenlos irgendetwas tun. Und dann kriegt man genug raus und genug XP. Also ist meine Meinung, ist das ausreichend. Ich meine, wenn du jetzt PvE machst und nur schöne Basen bauen willst oder so, da kannst du es ruhig noch höher drehen, ne? Ja. Aber so jetzt auf dem PvP, glaube ich, meine ich, das reicht. Aber irgendeinen Spieler habe ich heute verdattelt, keine Ahnung wer. Ich dachte, das sei ein NPC. Der scheint wohl richtig Ex gegeben zu haben. Ah, hier gibt's noch Metall, sehr gut. Metall ist immer gut, genau. Ja, vor allen Dingen fürs Wheel of Pain brauchst du 200 Barren. Ne, 100 Barren, das heißt, du musst 200 Metall suchen, um 100 Barren herzustellen. Jo. Also wie bei Ark quasi. Ja. Mal gucken, dass ich jetzt ein bisschen mehr wie 200 mitbringen kann. Tragen kannst. Schmeiß den ganzen anderen Scheiß, schmeiß ich alles raus. Bei mir wird die Kiste offen angezeigt, ist aber gar nicht offen. Okay. Das ist ein Anzeigebug. Ja, ja, ja. Hier ist wieder ein bisschen Stein drin. Sehr schön. Kann man
sein Werkzeug unendlich reparieren oder was? Solange du das Material im Inventar hast, kannst du es immer wieder reparieren, ja. Da wird dir immer Material für abgezogen. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich ab und zu mal kein Material mehr hatte für das Zeug. Scheinbar nicht. Und es ging irgendwie trotzdem. Dann hattest du alles. Ja, wahrscheinlich. So. Muss mein Beutel mal schnell auffüllen? Lange machst du schon Videos von mir? Oh, ein paar Jährchen schon. Echt? Kannst du mal einen Link geben von meinem ersten Video? Kannst du mir mal ein bisschen Feedback geben oder ein paar Tipps noch, wenn du das angeguckt hast? Was? Ich war gerade am Hacken. Was hast du gesagt? Da kannst du mir ein bisschen Feedback geben oder ein paar Tipps noch für mein erstes Video. Ich gebe dir gleich einen Link, kannst du dir mal angucken. Ich lasse es gerade hoch bei YouTube. Ja klar, guck ich mal an. Natürlich. So, ich komme schon wieder mit Stein. So muss das sein. Jetzt, wo ich nur noch drei Decken brauche. Ne, zwei nur noch. Egal. Ja, zack, zack. Und weiter geht's. Ja, brauchen du musst ja eh. Eben. Ja, ja. Bist du das, wo der kommt? Ja, ja. Gut. So, da melde ich mich kurz zurück. Bis hier oben habe ich mich hergekämpft. Und hier scheint eine Art Tempel zu sein oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jede Menge Spinnen hier. Und bevor ich weitergehe, muss ich einmal ganz kurz hier Klamotten reparieren. Ah, mir fehlt natürlich Tierhaut. Das ist natürlich blöd. Aber ich habe ja gerade hier eine Spinne erlegt. Ist sie noch da? Nein, natürlich ist sie nicht da. Okay, Leute, wir gehen rein. Aber, nee, vorher, hier. Bogen kann ich natürlich nicht. Mir fehlt Tierhaut. Aber zumindest das Schwert. Die Axt. Und die Spitzhacke. So, 186 Metall habe ich schon. Wir schauen, was hier ist. Oder ob wir hier ein Bad Standing kriegen oder so. Wir schauen uns das an. Oder ob es hier einfach nur ein paar Ruinen sind. Ich weiß es nicht. Okay, hier geht's runter. Hier ist nicht viel. Schade. Ich dachte, hier könnte man was erkennen, aber dem scheint wohl nicht so. Da ist eine Treppe. Wahrscheinlich können wir hier reingehen in den. Da schauen wir gleich mal. Ich will aber noch ein bisschen Metall haben. Wir brauchen Metall. So, da haben wir Kohle. Wir brauchen aber Metall. Und ich habe ein Problem, wenn ich hier runterspringe. Ich weiß, dass da hinten Metall gibt. Komme ich hier nicht wieder hoch. Aber ich könnte mich mit dem Fluss nach unten kämpfen. Das müsste gehen. Da haben wir den nächsten Tempel dort hinten. Okay, die Tempel schauen wir uns ein anderes Mal an. Ich muss erstmal Metall besorgen.
sind Krokodile im Fluss. Da haben wir Metall. Und hier, das Kanickel können wir natürlich killen. So, hier, bleib stehen. Tierhaut, so. Bogen reparieren. Komm, zack, Repair. Und hier, Tunika, Repair. Noch mehr Tierhaut, das gibt's gar nicht. Schau mal, ob hier Metall nachgespawnt ist. So, hier. Jawohl, voll. Es wäre natürlich toll, wenn es hier wieder Metall geben würde. Wir schauen mal. Oh, Leggy. Wieder so ein Steindämon. Keine Munition, oha. Dann aber weg hier, wenn wir keine Munition haben. Oh, ein Krokodil. Und warum leckt das jetzt gerade so? So. Oh, die Spinnen schießen natürlich. Und das Krokodil kriegt mich hier Gott sei Dank nicht. So. Nein, bleib weg. So, kann ich mir... Nein, 14 Steine nur. Verdammt, verdammt. Und keine Ästchen. Okay, dann muss das reichen. So, ich schaue in diese Richtung. Alles klar. So, und ab nach Hause. Gut, ich danke schon mal fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause, ohne mich hier von den Spinnen anfallen zu lassen. Denn ich muss wieder Pfeile herstellen und. Ohne Pfeile ist man echt ein bisschen aufgeschmissen. Ihr seht schon, die schießen alle. So. Ein bisschen kurz verschnaufen. Die Spinnen kommen nämlich. So. Und Hackengas, jawohl. Das war daneben. Ja, wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen. Schaltet wieder rein, wenn es heißt Let's Play Conan Exiles. Mich würde es freuen. Wahrscheinlich auch wieder mit Melandros oder den anderen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Mich würde es freuen. Und ciao.